So, und schon sieht das Ganze nicht mehr ganz so schlimm aus. Warum habe ich die nicht mitgenommen? Keine Ahnung. Egal, jetzt haben wir sie mitgenommen. Ein Glück, dass ich die noch bemerkt habe. Hätte ich die nicht bemerkt, hätte ich mich ziemlich drüber aufgeregt im Nachhinein, glaube ich, weil dieses Item kriegt man nicht nochmal. Also nicht so schnell. Oh. Ich würde ja gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn ich gegen Kisten renne mit dem Messer. Ob das dann, also gegen TNT-Fässer, ob das dann direkt kaputt geht. Das wäre nämlich äußerst bescheuert. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Aber man weiß ja nie. So, zweiter Goldraum mit dem Geisterbaby. Naja. Was soll man machen? Ich hab's jetzt leider. Man muss nur mal akzeptieren, was man bekommt. Also das hinnehmen, was man kriegt. Geh weg. Dankeschön. Ah, der Flat Penny. Der gibt mir Schlüssel. Den nehme ich doch gerne mit. Nummer 1 ist weg. Und Nummer 2 auch. Sehr schön. So. Und so. Auch weg. Oh, der erste Schlüssel. Sehr schön. Jetzt sollten wir uns mal langsam auf den Weg in die nächste Ebene machen. Wir hängen hier schon wieder ziemlich lange rum. Und da ist der Part auch schon bald rum. Das gibt ein einziger Part nur. Naja, was soll's. Mit Überlänge wird das schon was. Ui, nein. Ne. Nein, oh. Sag mal. Ja, so, jetzt reicht's mir aber. Ja, ich so viele Schlüssel brauche ich nun auch nicht. Und vor allem ist das schon der dritte Universalschlüssel, den ich finde. Auf Wiedersehen. Und auch die sind weg. Sehr gut. Und der letzte Raum der Ebene ist mit dem hier befüllt und... Was für ein komischer Satz. Und werde jetzt in die nächste Ebene gehen. In die vorletzte Ebene, beziehungsweise ist eigentlich die letzte Ebene, weil es eine Doppelebene ist. Eigentlich wäre es aber dann wiederum nur die vorletzte. Weil dann nachher eigentlich erst die letzte Ebene kommt. Aber naja, egal. Letzte Ebene, oh, Herzen, brauchen wir nicht. Letzte Ebene, wir kommen. Schwarzes Bild, das Spiel hängt, man sieht nichts, außer man hört mich, das ist das Einzige. Ansonsten könnte man jetzt denken, dass der Browser sei abgestürzt, wenn ich jetzt gar nichts sagen würde. Vielleicht mache ich das sogar einfach raussteigen, hö, wie gemein, Schwarzbild so die ganze Zeit. Also ich kenne das Spiel und seine Macken ja sogar so ein bisschen. Ja, und dann geht's weiter. Das sieht dann so aus. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Jetzt hängt es nochmal. Okay. Jo, da kann ich jetzt leider nichts gegen machen. Und jetzt ist die Musik auch weg. Okay. Ich hätte gern wieder ein Bild. Sei jetzt nicht abgestürzt. Weil das hatte ich vorher noch nicht. Ja, ich würde sagen, ich beende einfach mal hier. Ah. Okay. Nochmal. Ah, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich wollte schon gerade sagen, ich unterbreche jetzt hier erstmal, bis es weitergeht. Weil, wie es weitergeht, sehen Sie nach der Werbung. Vielleicht. Ah, geh weg. Ich kann mich an Steine retten. Tja, damit hast du nicht gerechnet, mein Freund. Hm? Damit hast du nicht gerechnet. Oh. Die tun mir ja schon fast leid, so wenig Schaden wie sie machen. Und sie können einfach gar nichts. Dimitri, you feel blessed. Wir fühlen uns... Verdammt, ich hatte das Wort gerade noch im Kopf. Geheiligt? Nee, gesegnet. Ach, jetzt, ich habe doch keinen Bock auf dich. Hau ab. So.
Als wenn ich mir jetzt die Mühe mache, ständig vor dem wegzurennen. Also ich könnte so langsam den Flat Penny mal wieder austauschen, weil ich habe 14 Schlüssel. So viele brauche ich niemals. Oh, Herzen. Sehr gut. Im Goldraum liegen auch noch Herzen rum. Sollte ich mir merken. Ach, herrje. So, 2 sind weg. 3 sind weg. Und ihr beide seid auch weg. Relativ unproblematisch mit dem Messer. Es macht... ist alles relativ einfach damit. Nur das Treffen über die Diagonale ist nicht sonderlich einfach. Ugh. X. Geh weg. Autsch. Danke. Nächster Raum mit... ach, mit euch. Ihr seid jetzt ein bisschen uncool. Weil ihr mir diese blöden Fliegen überall hin spawnt. So, jetzt ist das unproblematisch. Erstmal. Ach. Außer natürlich, man kalkuliert mich nicht mit ein. Also ich bin so ein entscheidender Faktor, der das Ganze entweder einfacher oder schwerer macht. Und in diesem Fall einfach nur schwerer. Und ich weiß nicht, dieser Faktor ist meistens nicht konstant. Also, der ändert sich irgendwie so ein bisschen. Meistens sogar ziemlich stark. Mist. Gut, Herz einsammeln. Also wenn ich jetzt noch versage mit den Items, die ich habe, das wäre echt ärgerlich, weil es sind eigentlich ganz gute Sachen. Bis auf die Tatsache, dass ich den zweiten Goldraum nicht mitgekriegt habe und dieses Geisterbaby bekommen habe und jetzt gegen diese Masten kämpfen muss. Aber selbst das klappt. Okay, oder auch nicht. Oder doch, klappt doch. So, sehr gut. Wir haben den Raum fertig, wir gehen in den nächsten Raum und finden einen Arcade-Raum, den ich gerne mal besuchen würde. Vorher muss ich irgendwie überleben. Oh, der hat sich da durchgeglitscht, das finde ich sehr schön. Ach, einer ist weg. Nein, er ist wieder rausgekommen, er ist wieder frei. Schnell, tötet ihn. Puh. Ja, auch wenn ihr das nicht gerne seht, bestimmt. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, warum jemand das gerne sehen möchte. Wir werden in den Shop gehen. Und uns wieder hochheilen. Sehr gut. Was haben wir denn hier Schönes? Tier ist down. Ja. Ist nicht so schlimm. Oh, Seelenherzen. Bomben. Hey, Spiel, was ist los mit dir? Noch mehr Herzen. Münzen. Habe ich irgendwie Glück oder so gerade? Ah, geht doch. Endlich habe ich mal einen fehlgeschlagenen Versuch. Ich dachte schon, ich gewinne nur noch. Dann sollte ich eigentlich Kane heißen. Und nicht Isaac. Aber ich gewinne echt häufig gerade. Oh. Heiliges Herz. Das ist schön. Das nimmt man doch gerne. Ich habe dich vorhin echt schon wieder ein heiliges Herz vergessen, oder? Oh, Mano. Habe ich das vergessen? Nein, habe ich nicht vergessen. Jetzt bin ich ganz traumatisiert von dem Ereignis, dass ich das heilige Herz einmal vergessen habe. Tears up. Okay, wir haben Tears down und Tears up. Und ganz viele heilige Herzen. Seelenherzen. Und ein heiliges Herz. So. So wird was draus. Noch ein heiliges. Noch ein Seelenherz. Mensch, was ist los? Und noch mehr Herzen. Spiele, mein Freund, spiele. Ja, was haben wir denn hier schon? Ach, wieder eine Fliege. Ah, nein. Böse. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt schon wieder gut vorbereitet. Jetzt bräuchten wir noch ein paar Fliegen. Den schönen Kack kaufen. Den kriege ich wahrscheinlich trotzdem nicht. Kriege ich den Kack kaufen? Ich denke nicht. Oh, Schlüssel. Ich hätte gerne die Möglichkeit, meine Schlüssel einzutauschen gegen Münzen oder so. Oh, der Automat ist kaputt.
kriegt noch mehr Schlüssel. Ich habe mir überlegt, jetzt wo ich in letzter Zeit wieder dran bin, die liegen genau übereinander, was soll das denn? Ich bin in letzter Zeit wieder dabei, etwas Dungeon Defenders zu zocken, dass ich vielleicht nochmal eine Runde Dungeon Defenders zeige. Oder ein paar mehr Runden. Ob alleine oder mit wem zu anders. Mit wem anders kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall werde ich, was heißt auf jeden Fall, ich werde vielleicht mal Dungeon Defenders zeigen. Oder Faster Than Light, das habe ich mir heute tatsächlich mal besorgt. Ist ja Steam Sale im Moment. Summer Sale. Und da habe ich mir das kurz besorgt, heute besorgt gehabt. Für wenig Geld. Und da ich da letztens erst ein Video zugesehen habe und da Bock drauf bekommen habe, habe ich mir gedacht, ich besorge mir erstmal. Könnte also auch sein, dass wir zu Faster Than Light ein Video sehen. Oder ihr. Kann auch sein, dass ich das Video sehe, aber ich gucke mir eigentlich nur so lange meine Parts an, wie ich denke, dass ich dann was verbessern muss. Und nochmal Geld ausgeben. Yay. Also es gibt viele, viele Optionen an neuen Projekten und vielleicht auch Kurzprojekten, die man haben könnte im Moment. Faster Than Light, Dungeon Defenders. Ich habe auch StarCraft hier rumliegen, was ich extrem cool finde. StarCraft 2 habe ich leider nicht. Gucken, ob ich mir das irgendwann besorge, weil ich finde das Spiel extrem gut. Aber es hat mich einfach, also der Preis hat mich nur noch ein bisschen abgeschreckt. Vielleicht später mal. Vielleicht finde ich ja eine Gelegenheit, mir das von irgendwem schenken zu lassen oder so. Mal schauen. Aber wie gesagt, das sind so die Spiele, die in nächster Zeit vielleicht kommen könnten. Abgesehen natürlich von The Binding of Isaac Rebirth. Ganz gute Sachen. Ich freue mich schon darauf. Egal, was es letztendlich ist. Ich möchte mir hier langsam was gewinnen. Das war eine blöde Idee, dass ich weiterspiele. Okay. Hätte ich mich gerade nicht irgendwie von sozialen Netzwerken getrennt, hätte ich jetzt eine Nachricht bekommen. So viel steht fest. Habe ich gerade festgestellt. Und ich bin immer froh, dass ich eigentlich nicht vergesse, das zu tun. Ich glaube, einmal habe ich es tatsächlich vergessen. Immer die Leute, die zwischen den Aufnahmen stören. Das können nicht nur DHL-Leute sein. Nein, das können auch einfach Bekannte und Freunde. Oder Verwandte. Aber das können ja meistens nichts dafür. Oh. Sag mal, Dankeschön, Herz. Gar kaputt. Ach, Rambo-Modus, wir haben so viele Herzen. So. Bossraum. Ich bin extra ausgewichen. Ist mir eigentlich gerade ziemlich wurscht, ob ich da jetzt Leben verliere oder nicht. Ich habe immer noch zwei ganze Reihen voll Herzen. Ich gehe zum ersten Boss. Oh. The Mask of Infamy. In einer besonderen Form, die Verfolgungstränen schießt. Das ist extrem uncool. Aua. Ja. Jetzt ist sowieso Schluss mit lustig, mein Freund. Es ist Schluss mit lustig. Du hast keine Chance. Ich habe immer noch mehr Herzen als 12. Und du hast keine Chance gegen Mom's Knife. Na? Obwohl ich so langsam bin, kriege ich das einigermaßen hin sogar. Bin ganz stolz. Stolz. Kaputt. Blödes Herz. Blöde Maske. Wie viel hältst du denn aus, Mann? Das geht ja gar nicht. Ah. Wir haben den Burn Penny freigeschaltet und ich weiß noch nicht mal warum. Zum Mom gehen wir noch nicht, denn hier sind noch jede Menge. Obwohl. Der Part ist inzwischen schon zu lang für eine Folge. Na komm, dann erkunden wir noch die restlichen Ebenen. Wir haben es ja. Vielleicht geht es dann nachher noch weiter. Man weiß ja nie. Ach, ihr schon wieder. Kommt her. Ja, so ist fein. So macht ihr das gut. So. Drei Stück weg. Bitte du auch. Bitte danke. Auf Wiedersehen. So.
Vorvorletzter Raum. Nicht. Ich könnte mich mal darum kümmern, dass ich die ganzen Geheimräume finde. Also den Geheimraum und den Supergeheimraum. Aber ehrlich gesagt ist mir zu viel Aufwand. Ach nö. So. Du bist weg. Du bist weg. Und du bist weg. Aua. Wir gehen erstmal hier unten hin und wir treffen auf dich. Ach, geh weg. Oh, wir kriegen Schaden. So. Rambo-Modus war erfolgreich, würde ich mal sagen. Large March im Rambo-Modus. So sieht das aus, wenn man im Binding of Isaac keine Angst vorm Sterben hat. Da haben wir auch schon unseren weiteren Herzcontainer. Ging schneller als ich dachte. Aber das ist ja was Positives. Warum erkunde ich diese Ebene nochmal? Die scheint ja ganz schön riesig zu sein. Waren wir schon im Shop? Ja, wir waren im Shop. Da scheint nichts Sinnvolles drin gewesen zu sein. So, weg und weg und weg. Ei. Du auch weg. So, ach, der letzte Goldraum. Stimmt, den haben wir auch noch nicht. The Game Kit. Macht er unverwundbar und lässt einen Schaden austeilen. Also wenn wir machen uns unverwundbar und wenn wir getroffen werden oder wenn wir Gegner berühren, nehmen sie Schaden. Ist ganz nett. Sollte beim Marm jetzt nicht so wichtig sein, könnt ihr doch ohnehin kriegen. Ey. Nein. Ich lasse mich aber auch gerade von allem treffen. Ich bin froh, dass ich so viele Herzen habe. Wir gehen jetzt hoffentlich endlich in den letzten Raum und dann geht's zur Marm und dann müsste der Run auch schon zu Ende sein. Ich glaube, so sieht's aus, wenn ich mich nicht irre. Ah, vorletzter Raum. Okay, ich habe mich geirrt. Ich möchte hier gern durch, ohne getroffen zu werden. Dankeschön. Wieso ist der nicht losgecharged? Hier so. Ich hätte gerne gewollt, dass dieses Stachelteil links von mir den Gegner jetzt zerquetscht. Aber hat es nicht getan. Warum? Parteiisch ist das Ding auch noch. Oh, das war ein guter Treffer. Vielleicht drei auf einen Streich. Juhu. Oh, mit Brimstone. Na, dreht das Messer um. So, geht doch. Huch, wie hab ich den hier? Ach so, das Baby war schuld. Die Ebene ist riesig. Und wir wurden nicht getroffen bis jetzt in dem Raum. Das wundert mich ja schon stark. Oh. Auch weg. Ich wäre gerne ein bisschen schneller, weil dann könnte ich den ganzen Kram mir etwas leichter ausweichen und würde mich nicht ständig von allem treffen lassen. Die kleinen Spinnen sind ja kein Problem, aber die großen sind nervig. Weil wenn die kaputt gehen, kommen solche zwei kleinen und die sind dann wieder schlimm. Naja, wird schon. Du wirst schon. So, wenn ich die jetzt angreife... Ja, das ging ja relativ gut. Also das Messer ist schon extrem stark. Muss man einfach mal so festhalten. Oh, ich habe ein Problem. Genau, das Problem. Oh, das ist natürlich jetzt gut. Und wir können nicht da rein, weil wir zu viel Leben haben. Ich werde mich aber garantiert nicht runter damagen lassen. Alle Gegner weg. Und wir gehen zum Boss. Auf zu Mom. Beziehungsweise auf zu Moms Fuß. Zu Mutters Fuß, zu Moms Foot. Moment. Foot, Food, ah, genau. Ne, Foot und Food ist ein großer Unterschied. Merken. Eure Englischlehrer werden euch danken. Ich bin ja froh, doch relativ gut Englisch verstehen zu können. Also, was heißt relativ gut? Ich habe eigentlich generell keine Probleme mit irgendwelchen englischen Texten, sie zu lesen. Schreiben dagegen ist ein etwas größeres Problem. Da fehlt mir die Wortgewandtheit für, aber das ist auch im Deutschen meistens genauso. So, hallo Mom. Jo. Zack.
Warum benutze ich das Item eigentlich nicht? So. Und warum ist Mom jetzt blau? Ah! Tja, ich töte dich mit deinem eigenen Messer. Ist das nicht ironisch? Oh ja, das ist es. Hm, klappt gut bis jetzt. Autsch. So, gewonnen. Isaac was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. So, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Das war die letzte Challenge, die nur bis zu Moms Fuß geht. Und wir sehen uns später wieder. Bis dann. Ciao, ciao.